ziehet euch in euer Kämmerlein zurück. Zieht euch in euer Kämmerlein zurück, wenn ihr beten wollet, denn nur in der Stille findet ihr die Verbindung mit mir. Nur in der Stille könnet ihr euch so innig mit mir zusammenschließen, dass ich eure Stimme vernehmen kann, dass euer Gebet im Geist und in der Wahrheit zu mir gerichtet ist. Und selbst wenn ihr in arger Not seid, wenn ihr mitten unter Menschen weilet oder von außen sehr bedrängt werdet, dann müsstet ihr euch für Augenblicke trennen von eurer Umgebung. Ihr müsstet einen kurzen, aber innigen Ruf zu mir senden, und ich werde euch hören und erhören. Nur will ich euer Herz sprechen hören, nicht nur den Mund. Und darum müsstet ihr in euer Herzenskämmerlein gehen. Ihr müsstet euch zurückziehen von der Welt und allem, was eure Andacht stören könnte. Ihr müsstet alles meiden, was das Auge reizt, was euch so beeindruckt, dass eure Gedanken abgelenkt werden von mir. Ihr müsstet euch gänzlich verschließen allen Eindrücken von außen. Ihr müsstet euch in die Stille zurückziehen und nun euch mir zuwenden in Gedanken. Dann erst werdet ihr beten können, im Geist und in der Wahrheit. Und dann erst werdet ihr wie Kinder zum Vater kommen und mir alle eure Nöte anvertrauen. Und dann ist euer Vater auch immer zur Hilfe bereit. Ihr selbst legt in euer Gebet dann die Kraft. Ihr selbst bestimmt die Erfüllung eurer Bitten. Denn so ihr redet zu mir, wie ein Kind zum Vater spricht, kann ich euch keinen Wunsch abschlagen. Und meine Hilfe ist euch sicher. Formt aber nur euer Mund die Worte, und wenn dies gleich stundenlang geschieht, dann erreichen sie nicht mein Ohr. Sie verhallen ungehört, denn ein Gebet solcher Art hat keine Kraft. Ein solches Gebet ist mir ein Greuel. Und so liegt es an euch selbst, ob eure Gebete Erhörung finden, denn ich habe euch verheißen, dass ich euch geben werde, um was ihr mich bittet. Und mein Wort erfüllet sich auch. Doch ich achte nur dessen, was euer Herz ausspricht. Ihr aber glaubet oft, schon mit dem Geplapper des Mundes genug getan zu haben. Und ihr seid enttäuscht, wenn eure Gebete dann nicht erhört werden. Ziehet euch in euer Herzenskämmerlein zurück und dann redet ohne Scheu und voll vertrauend mit mir. Und es wird euch Erfüllung werden. Amen.